Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Heute freue ich mich wieder ganz besonders, den Tobias von IUM online neben mir sitzen zu haben. Hallo Tobias. Hi Leute, schön, dass ich dabei bin. Ja, und mit dir mal wieder. Ja, mal wieder. Wir hatten, ich glaube, wir haben letztes Jahr überhaupt kein Video zusammen gemacht, aber es gibt schon viele Videos mit den Tobias zur Rohkosternährung. Auch zum Bewusstsein hatten wir eins gemacht und auch schon mal mit dem Henry zur schleimfreien Heilkost. Ja, Augen haben wir auch noch und sowas. Augentraining, genau. Ja. Barfußlaufen haben wir auch dabei. Ja, genau. Wir haben, glaube ich, echt schon einige Videos. Ja. Heute soll es um die schleimfreie Heilkost gehen. Tobias und ich, wir ernähren uns jetzt schon seit ein paar Jahren von der schleimfreien Heilkost. Und heute wollen wir euch mal berichten, wie wir das aktuell machen, wie wir uns ernähren. Und Tobi, ich gebe mal gleich an dich ab. Gib uns mal bitte einen Überblick, was für dich aktuell schleimfreie Heilkost bedeutet. Wie sieht da deine Ernährung aus? Ja, genau. Also eigentlich ist ja genau, es gibt ja so diese Unterscheidung schleimfrei, schleimarm. Bei mir ist es jetzt nicht komplett schleimfrei. Und da ist ja auch Übergangskost immer zu beachten. So, zur Übergangskost wollten wir dann noch ein Video auf meinem Kanal machen. Genau. Schaut euch das unbedingt mal an. Also auch wenn wir jetzt erzählen, irgendwie, wie wir es machen, dass ihr euch da nicht irgendwie dran orientiert oder so, sondern dass man immer schaut. Man muss halt schauen, wo man selber steht und wie kann man diese Übergangskost eben gestalten. Genau, das ist dann im anderen Video. Und ich mache es nämlich im Moment so, ich hatte halt die letzten 5 Jahre eigentlich komplett Rohkost gemacht. So. Im Moment habe ich es jetzt, jetzt bin ich den Winter auch komplett hier gewesen. natürlich mit der Situation. Und habe es so gemacht, dass ich jetzt halt auch mit der gewissen Teil Gedünstetes eingebaut habe. Kürbis, Pastinaken, Petersilienwurzel, sowas. Also ich mache es oft so im Grunde, dass ich, das habe ich halt gemerkt, so wo ich Gedünstetes eingebaut habe, so ich war halt einfach viel länger satt. So. Ich habe, ja, ich sag mal, die Hälfte der Tage habe ich oft nur eine Mahlzeit am Tag gegessen, dann aber auch eine richtig große Mahlzeit so. Also meistens esse ich dann so eine Schüssel Salat, eine fette Schüssel mit Gurke, Feldsalat. Dann schneide ich oft die Zweiche vom Kürbis innen rein, ne? Also so die Hälfte vom Kürbis oder so ein Drittel roh mit in den Salat reingeschnitten, so ein bisschen Petersilienwurzel oder Pastinaken rein, Spirulina über die Gurken drüber, manchmal so ein bisschen Avocado dazu, nicht immer, und dann irgendwie so Sesamsamen, Kürbiskerne drüber, so, genau, also genau, Fett ist ja eigentlich auch dann schon wieder bisschen schleimbildend, und genau, aber da mache ich immer so, je nachdem, ne, wie es passt, wie ich halt Lust drauf habe, ne? Wenn ich eher was Dichteres will, dann tue ich ein bisschen mehr Avocado dazu oder ein paar mehr Sesamsamen oder Kürbiskerne. Genau, und das dann einfach vermischt und danach ein bisschen gedünsteten, genau, Kürbis oder eben Pastinaken, ja, manchmal Süßkartoffeln. Genau, das ist aber so, wie ich es im Moment mache, ja. Und dann manchmal halt noch eine, genau, oder halt dann 2 Mahlzeiten, aber eigentlich dann recht gleich, eigentlich immer ein Salat erst. Und was ich manchmal jetzt noch gemacht habe, keine Ahnung, ob das jemandem schmeckt, also mir hat es irgendwie geschmeckt. Ich hatte ein bisschen Sonnenblumenkerne einfach gemahlen und das dann praktisch so wie so ein Brei mit ein bisschen Wasser vermixt, Sesamsamen auch und ich hatte ein bisschen Stevia-Pulver drinnen, also wirklich die reinen Blätter und dann mit Honig ein bisschen und das dann mit Zimt und Kokosraspeln drüber. So. Also ein bisschen wie so ein Milchreis oder sowas, ne? Wenn man es adaptieren möchte. Genau. Aber das war eigentlich so das, was ich so in den letzten Monaten so ziemlich so in die Richtung, genau, wie ich es gehandhabt habe. Da gab es ja auch eine Änderung. Also wer jetzt aufmerksam zugehört hat, wird ja Früchte vermissen. Ne? Eigentlich sagt man ja so, reife Früchte sind ja für viele auch, ne, für die schleimfreie Heilkost auch so maßgeblich, dass man eben reife Früchte isst, sonnengereifte Früchte. Ja. Das wäre ja jetzt seit einer Weile komplett weggelassen. Ne? Schon, ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe es halt einmal gemerkt, ich hatte es ja schon mal angeschnitten, so am Anfang, wo ich in der Rohkost halt so mega viel Früchte, unreife Früchte,
Dann halt, ja, hier ist es halt auch, wenn man im Winter hat man hier halt eigentlich nur, was richtig gut reif ist und eine gute Qualität hat, hat man eigentlich nur Äpfel, am Anfang noch Birnen, aber hört dann ja auch irgendwann auf. Und die Äpfel, es geht halt auch, wenn man da so viel isst, auf die Zähne einfach. Also die meisten Äpfel haben halt ziemlich viel Säure und ja, mal ein Apfel oder zwei, so okay. Aber wenn man halt irgendwie 4, 5 Äpfel und dann ansonsten nicht viel Grün oder sonst was, es geht halt dann irgendwann auf die Zähne so. Und ich wollte jetzt wirklich mal testen, so, ich habe das auch gemerkt mit den Zähnen mega, dass die einfach wieder durchmineralisieren, so viel weißer werden wieder. Zahnschmelz voll zurückkommt, so, genau. Und ja, also ich mache es im Moment, im Winter ist es halt auch so, dass die Früchte, wie gesagt, das Einzige, was man hier irgendwie frisch und gute Qualität bekommt, sind halt eigentlich, wie gesagt, Äpfel, Birnen. Sonst kann man halt gefrorene Beeren oder sowas noch, ne? Aber es ist halt alles... Hagebutten könnte man im Winter noch essen, so diese kleinen. Ja, genau, stimmt, die findet man noch, ja. Aber das ist halt so das Einzige und... genau, ich wollte es halt auch mal testen, so mit den Zähnen, und das merke ich halt so mega, wie die einfach wieder viel weißer werden, viel mehr durchmineralisieren und ja, genau. Mhm. Und das Einzige, was ich halt so gesüßt habe, ist jetzt so ein bisschen Honig manchmal. Da tue ich vielleicht an dieses mit Sonnenblumenkern oder was, 1, 2 Teelöffel oder so dran, aber mehr auch nicht. Mhm. Ja, genau. Und jetzt im Winter, wie gesagt, also ich merke einfach, tut mir im Moment gut so. Und im Sommer, ja, dadurch isst man halt auch viel regionaler. Also ich gehe eigentlich nur zu einem Bauern hier praktisch. Oder die haben so einen Hofladen. Und dann ist es halt auch die Qualität, gerade bei Kürbis, finde ich, so aus dem Laden. So, es schmeckt halt sonst nach nichts irgendwie. Ja, genau. Ja, aber das ist eigentlich, wie ich so im Moment mache. Ja. Ja, bei mir. Und du? Genau. Ja, ich versuche auch sehr viel regional zu essen. Im Sommer isst man natürlich dann auch mehr Früchte, ne? So Beerenfrüchte, Pflaumen gibt es auch im Herbst und Äpfel, Birnen. Aber man merkt das schon an den Zähnen, ne? Wenn man zu viele Früchte über die Jahre, wenn man dann zu viele Früchte isst und die nicht wirklich reif sind, so viele Säuren enthalten, dann kann das die Zähne angreifen. Definitiv. Deswegen waren wir auch immer davor. Also Henry hat es auch schon in einigen Videos thematisiert, und dass eben auch das Grün wichtig ist für die Zähne. Du isst ja auch jeden Tag Salat, ne? Gibt es ja auch gerade Feldsalat, Postelein, die auch Chlorophyll enthalten. Und ja, im Winter jetzt eben auch viel regionales Gemüse. Ich hatte letztens auch ein Video veröffentlicht, wo ich nochmal zeige, die Vielfalt, die regionale Vielfalt in der Biokiste. Und ich esse ja eigentlich schon seit 2018, das ist auch schon ein paar Jahre her, fast nur noch eine feste Mahlzeit am Tag. Ich trinke auch Säfte, Stangensellerie, auch mal Gurke. Ich hatte ja auch mal Granatapfel. Saft zum Beispiel oder Fenchel, Spinat finde ich zum Beispiel auch eine ganz schöne Kombination. Und ich dämpfe halt abends entweder Gemüse, so Kürbis, was du auch gesagt hast, Kürbis, Pastinake, Wurzelpetersilie, teilweise auch rote Beete. Also alles, was es gerade so an regionalem Gemüse gibt, Knollensellerie. Und dann immer schön grün dazu und Sprossen. Ne? Auch mal Spirulina, Chlorella, auch mal geschälte Hanfsamen. Manchmal mache ich mir dann auch so einen Dip, geschälte Hanfsamen, ein bisschen Mandelmus, Wasser. Bisschen Zitronensaft, Knoblauch, Salz, Kräuter. Also man kann sich ja da verschiedene Dressings ja machen. Und also ich muss sagen, vor Jahren, als ich mich wirklich 100% roh ernährt habe, habe ich ganz viel Avocados gegessen. So 2, 3 die Woche oder so, war normal. Jetzt esse ich vielleicht 2 im Monat oder so, wenn überhaupt. Ja, viele meinen, wenn man sich schleimfrei ernährt, darf man nie wieder schleimhaltige, schleimbildende Lebensmittel essen. Aber so ist es gar nicht. Es ist ja ein langjähriger Prozess. Zum Beispiel... Im englischsprachigen Raum gibt es ja den Professor Spear, der schon seit Jahren darüber berichtet. Und der hat einen Musikerkollegen, den Brother R. Und der macht, glaube ich, Schleimverhalker schon seit 40 Jahren. Und der hat viele, viele Jahre lang jeden Tag einen Toast mit Erdnussbutter gegessen. Und die beiden Lebensmittel sind definitiv schleimbildend. Aber trotzdem hat er die schleimfreie Heilkost praktiziert. Also es gibt ja auch verschiedene Parameter. Das ist ja jetzt ja nicht nur so die Ernährung, ne? Auch so ein bisschen die Entgiftung und mal das Fasten oder intermittierendes Fasten. Du sprichst ja auch in deinem Video zum Beispiel ein Basenbad an oder Bewegung oder Sauna. Also das gehört ja auch alles mit dazu. Es ist ja doch ein größeres Paket als nur so die Ernährung. Und deswegen, ja, was Henry auch immer gesagt hat, labelt euch nicht selber. Wenn ihr sagt, ihr macht Schleimverheilkost, das heißt das nicht, dass ihr nie wieder schleimbildende Lebensmittel essen könnt. Das wäre sogar kontraproduktiv. Vor allem, wenn man in einer Großstadt lebt. Ne? Da braucht man mehr die Erdung und da braucht man doch ein bisschen Fett. Ich meine, wenn man irgendwo in den Bergen ganz für sich lebt, in der Natur,
und wirklich ganz hochwertige Nahrung hat, sich noch das selber anbaut, dann kann man wahrscheinlich so gut wie schleimfrei oder wirklich fettfrei essen. Ja, aber so in der Großstadt, wenn man auch einen stressigen Alltag hat, ich habe das auch in den letzten Monaten gemerkt, durch diese gerade besonderen Umstände, die wir hier weltweit haben, dass ich auch mehr Fette gegessen habe. Das habe ich schon gemerkt teilweise, einfach für die Erdung. Das, oder auch mal Rohkostschokolade zum Beispiel, weil ich auch weiß, dass Kakao eine sehr anregende oder ja so eine Wirkung auf mich hat, eine sehr beruhigende Wirkung. Und deswegen habe ich das manchmal auch ganz gezielt eingesetzt, ja, um mich da so ein bisschen einzuigeln und mich ein bisschen abzugrenzen von dem, was da so im Außen ist. Also habe ich schon gemerkt, ne? Aber normalerweise in meiner schleimfreien Heilkost esse ich eben eher fettarm und lasse auch Kakao so gut wie möglich weg, weil das ja auch anregend, Theobromin ist ja anregend und das merke ich eigentlich. Man wird einfach über die Jahre, wenn man die Ernährung umstellt, weniger isst, den Körper reinigt, fastet, man wird viel empfindlicher. Also auf Kakao zum Beispiel reagiere ich sofort und relativ schnell. Ich muss dann auch aufpassen, dass ich genügend Schlaf bekomme, weil der mich auch sehr wach hält. Also das fällt mir dann auch auf. Genau, aber das ist mir auch bewusst, das setze ich gezielt ein und für einen gewissen Zeitraum, aber meine Richtung geht doch trotzdem wieder in eher die fettarme Richtung, ne? Wo man wirklich nur ab und zu ein-, zweimal-, dreimal die Woche fett isst und vor allem auch wirklich hochwertige Fette. Also geschälte Hanfsamen finde ich für mich persönlich sehr gut. Also entweder so ein bisschen über den Salat gestreut oder als Dressing, ja, ist auf alle Fälle auch eine hochwertige Quelle von hochwertigem Fett und Eiweiß. Ja, Hanfsamen geschälte finde ich auch super lecker. Habe ich auch öfter über einen Salat oder so. Ja, genau. Und das ist ja eben schleimarm. Das ist halt so, man braucht halt diese Übergangskost. So, es ist halt einfach nur ein Prozess und man muss halt immer schauen, wo man irgendwie steht und sich da nicht in irgendeine Ernährungsrichtung reinzwingen. Ja, genau. Und ich habe es nämlich zum Beispiel, das ist mir gerade noch eingefallen, wo du es erzählt hast mit Sprossen und so, Sprossensäfte. Genau, das habe ich, manchmal habe ich Alfalfa-Sprossen so, aber ganz selten. Ich muss nämlich gestehen, ich bin super faul, was so Zubereitungen so anbelangt. Oder denk da nicht dran, immer zu gießen und zu spülen. Und Säfte, ich habe zum Beispiel auch gar keinen Safter. Ja, genau, ich habe eigentlich immer, ja, war mir oft zu viel Aufwand so, finde ich manchmal super lecker. Genau, aber meistens mache ich es recht simpel sogar, weil ich einfach ja da gar nicht so viel zubereite oder so. Ja. Das waren immer so die Einblicke, wie wir gerade die schleimfreie Heilkost praktizieren. Also der Fokus wirklich auf Gemüse, entweder roh oder gedämpft, ein bisschen weniger Früchte. Also in Früchten habe ich es auch gemerkt. Ich bestelle jetzt ab und zu immer noch Zitronen oder Orangen, gerade weil meine Jungs auch gerne Orangensaft trinken, aber das auch immer nur gemäßigt, ne, um die Zähne nicht zu schädigen, aber oder mal reife Mangos oder Sherimoya mal, aber bei so sehr säurehaltigen Früchten bin ich auch vorsichtig geworden, weil man das wirklich an den Zähnen merkt. Ja. Ist auch mal, also es tut auch wirklich mal gut, eine fruchtfreie Zeit zu machen und wirklich mehr Gemüse zu integrieren, mehr grüne Säfte, Gemüsesäfte, das ist auf alle Fälle eine interessante Erfahrung innerhalb der schleimfreien Heilkost, eben mal auf Früchte zu verzichten, ne. Weil viele verbinden ja eigentlich mit der schleimfreien Heilkost Früchte. Ja, schon. Also das habe ich auch gemerkt, so Früchte für Reinigungsphasen, mal einen Fasten zu machen oder mal irgendwie eine Woche nur Wassermelonen oder was weiß ich essen, super cool. Aber wenn man es über einen längeren Zeitraum macht, ja, gerade bei den überzüchteten Früchten kommt der Körper halt wirklich so aus dem Gleichgewicht. Ja, wenn man dann genug grün isst und dann wieder normal ja, Gemüse, Grün, Samen, Saaten, sowas ist, dann gleicht sich das wieder aus. Und aber ja, auf lange Sicht würde ich es dann nie so komplett nur diese überzüchteten Früchte, sondern dann eher so eine Reinigungsphase damit mal machen, Körper entlasten, alles geht mal gut durch von der Verdauung und so. Ja, genau. Aber das spielt eigentlich schon mehr ins Übergangskost-Video dann rein. Ne? Dann im Übergangsvideo. Ich wollte noch erwähnen, gerade wenn man eben warnt, nicht zu viele Früchte zu essen, auf die Qualität der Früchte zu achten, gibt es auch einige, die sagen, ja, mir macht das nichts aus, ich esse jetzt schon ein, zwei Jahre ganz viel Früchte und habe keine Probleme. Da möchte ich nochmal erwähnen, wir sind ja nicht alle gleich, jeder hat eine unterschiedliche Zahngenetik. Ja, jeder, deswegen, da gibt es so viele Faktoren, auf was man achten muss. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig, zumindest ein bisschen davor zu warnen, dass man da nicht schwere Schäden auslösen kann,
Gelenke, Zellen, sind viele in den letzten Jahren auch wirklich baden gegangen, sage ich mal so. Also viele haben sich dann eher auch von der Rohkost abgewendet, sind in die Rohkost rein, zu viel Früchte gegessen, vielleicht auch schon sehr, sehr rein gegessen, aber zu viele Früchte und dann zu stark. Mir ging's da genau. Und dann heißt es dann, na, die Rohkost funktioniert nicht. Ne? Früchte sind schlecht, aber es wurde einfach falsch angewendet. Ne? Das ist halt auch immer wichtig, das zu erwähnen, dass man eben auf eine gute Qualität achtet von Früchten und nicht zu viel. Genau. Ja, genau. Das habe ich halt auch gemerkt. So, ich habe auch am Anfang ein Jahr oder so, habe gedacht, ey, alles gut und alles passt. Man fühlt sich ja auch erstmal besser. Das ist ja so das Trügerische. So, mit Früchten, die Verdauung ist super angenehm, alles geht super durch und so. Deswegen trügt so. Aber ja, es ist halt nicht ganz im Gleichgewicht. Ich habe, glaube ich, ein Jahr oder so ein halbes Kilo Trockenfrüchte jeden Tag gegessen und ich habe es auch erst nach so eineinhalb, zwei Jahren trotzdem gemerkt, obwohl ich so extrem viel Trockenfrüchte gegessen habe. Und und da kommt es halt wirklich drauf an, ey, wenn man viel Sport macht, sich viel bewegt, trotzdem noch Grünmittel in der Ernährung hat, dann kann das mal 5 oder 10 Jahre eventuell sogar gut gehen, wenn man mehr Früchte isst. Aber ja, darüber hinaus geht es halt dann normalerweise nicht. Ja, also eigentlich so alle, die ich kenne, die irgendwie wirklich nur Früchte gegessen haben. Ich habe auch mal ein Video, glaube ich, auf meinem Kanal zu nur Früchten essen. Da hatte ich es auch erzählt mit Lauren Lockman zum Beispiel, der ein Fastencenter in Costa Rica hat. Der hat 28 Jahre nur Früchte praktisch gegessen, fast nur. So, der isst zweimal am Tag vielleicht so eine kleine Wassermelone, kleine Papaya, das zweimal am Tag. Und dann isst er eben auch einmal in der Woche oder so ein Kopffeldsalat, Kopfsalat oder irgendwas und oder mal eine Avocado oder so in der Woche und das gleicht es halt dann wieder aus und er ist selber angebaut, er wohnt in den Tropen und er isst halt kleine Mengen Früchte, ne, so. Weil am Anfang, wenn man halt umstellt, dann isst man halt auch keine kleinen Mengen Früchte. So, wenn man eine Melone am Tag isst, passt es schon mal, wenn man ansonsten grün isst. Hier, wenn es eine überzüchtete Melone ist, so. Aber wenn man halt jeden Tag von früh bis abends, weiß ich nicht, frühst 10 Bananen, dann eine Melone mittags, dann nochmal irgendwie abends eine Papaya oder sonst was, dann kommt der Körper halt definitiv aus dem Gleichgewicht. Das ist einfach zu viel an Zucker und zu viel an überzüchteten Früchten. So. Ja, mit einer geringen Menge so geht's und mit den gewissen Bedingungen. Aber ich kenne niemanden in Deutschland, ich kenne niemanden, der mit den gezüchteten Supermarktfrüchten das mit einem positiven Ergebnis auch wirklich, ohne dass man den ganzen Tag von früh bis abends am Essen ist und noch ein Leben irgendwie hat, das in Deutschland gemacht hat und das länger als 5 oder 10 Jahre. So. Ja. Genau. So, das waren ein paar kleine Einblicke, wie wir das aktuell handhaben mit der schleimfreien, schleimarmen Heilkost. Und bei Tobi auf dem Kanal wird es dann auch noch ein Video geben, was wir als Übergangskost empfehlen für Menschen, die sich gerade für die schleimfreie Heilkost interessieren und das gerne mal für eine Weile, für ein paar Wochen, für ein paar Monate ausprobieren wollen. Lieber Tobias, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Inspiration, für die kleinen Einblicke bei dir. Ja, Lieben, was haltet ihr von der schleimfreien, schleimarmen Heilkost? Hinterlasst gern eure Kommentare. Was denkt ihr zu unserer aktuellen Ernährungsweise? Was sind eure eigenen Erfahrungen? Wir freuen uns über Austausch und wünschen euch alles Gute, alles Liebe. Jo, macht's gut. Ciao.